Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist euer Marc Wolfsrudel. Und damit herzlich willkommen zu der Zusammenfassung von Tag Nummer 11. Ihr seht uns schon mit dem Case Magnum und mit dem New Holland E8 435, wenn ich mich nicht irre, am Hülle ausbringen und am hinterher grubbern auf unserem Riesenfeld 22, 27, 33 und 33. Ja, heute gibt es endlich mal wieder ein etwas längeres Video mit ja, so knapp 20 Minuten, glaube ich, oder ja, knapp 20 Minuten. Weil ja, wir gestern wieder mal zu zweit gespielt haben und auch mal wieder was im Wald gemacht haben, im Wald ausprobiert. Und da haben wir ja gleich vergessen, den Grubber zu senken. Das sollte normalerweise nicht passieren. Und haben jetzt unseren Fuhrpark nochmal erweitert. Haben jetzt aktuell zwei LKWs schon, ja. Und jetzt auch eine Windkraftanlage. Also, sagen wir, jetzt ist wirklich so der Punkt, da ist es jetzt absolut nicht mehr schwer, ja, Geld zu verdienen oder reich zu werden, wenn was wir jetzt schon alles haben. Das ging, glaube ich, bisher nirgends so schnell gut. Wir haben auch, glaube ich, in keinem Spiel zuvor so, oder ich habe zumindest in keinem Spiel zuvor so viel, so kurze Zeit gezuchtet. Daher ist es jetzt kein Wunder, dass das jetzt so schnell ging. Aber es ist doch eine Menge Gerätschaften, die wir eben haben und uns dann eben auch kaufen mussten. Ich muss sagen, wirklich viel haben wir halt durch die Mission bekommen und auch durch das Baumstämme verkaufen beim Sägewerk. Also dann werden dann mit den langen 15 Meter Stämmen reinkippt, 400.000, das ist schon episch. Also kann man das wirklich kann so sagen, ja, dass das uns reich gemacht hat. Vom Getreide wird man auf keinen Fall mehr reich, vor allem wir spielen ja auf normal, für alle, die es wissen wollen. Deswegen finde ich das auch ein bisschen größeren Anreiz, denn man hat einfach länger zu knabbern und wenn man auf leicht spielt, hätten wir jetzt wirklich schon, ja, will ich gar nicht sagen, aber wir hätten schon wirklich sehr viele Windkraftanlagen eventuell und alle Fahrzeuge noch mit dreifach gut, irgendwann wird das auch das Spiel auch abschmieren, wir sind so viel Fahrzeug, aber nee, es geht halt doch auf dem leichten Schwierigkeitsgrad viel leichter nochmal zur Sache. Ich meine, fürs Getreide allein bekommt man schon das Doppelte. Man bekommt dann für einen Anhänger Raps, bekommt man ja wirklich an die 100.000 mit 45 Tonnen. Wir bekommen eben nur 50.000, also die Hälfte. Und wie gesagt, sowas wie Mais, ja gut, alles andere, das nicht mehr, kostet ja weniger als 1.000 Euro pro Tonne. Und das lohnt sich eigentlich kaum, deswegen sage ich, ja, man wird durch Getreide jetzt nicht mehr reich. Aber das brauchen wir auch gar nicht, wir sind so schon reich geworden. Ohne Mission würde ich sagen, wird es uns definitiv noch viel schlechter gehen, denn da haben wir schon wirklich eine Menge Geld rausbekommen. Natürlich haben wir einiges mal nicht sinnvoll investiert, aber gut, das kommt immer mal vor. Ich zähle hier gerade den Helfer am Werk und der lässt gleich eine Reihe aus. Wie gesagt, da gibt es Lohnabzug. Das darf nicht passieren. Und ja, jetzt sollte eigentlich eine Sequenz kommen, nur die spinnt gerade. Na, jetzt geht's wieder. Ja, dann hier eben ich beim Güllefahren mit dem Zuhammer. Also ich will gar nicht den großen Fliegel fast kaufen, dass man eventuell. Also es ist ja eigentlich ein Auflieger, dass man halt an den LKW oder per Dolly anschließen kann. Will ich jetzt gar nicht kaufen, auch wenn da mehr reingeht, weil ich finde das Zuhammer einfach wirklich episch und damals beim 13 habe ich mich wirklich wie ein kleines Kind gefreut, als es da damals dann von iFog dieses Thunhammer-Fass gab, mit diesen Schläuchen zum Anschließen. Das war echt genial, also das war wirklich einer der besten Mods in dem Spiel, der 13er, und da werde ich natürlich nur mit dem Thunhammer fahren. Das ist einfach eine Marke, die einfach aussagt, ja, Thunhammer ist wirklich eine der bekanntesten Marken, denke ich mal, von ja, Gülle-Geräten, sowas, Gülle-Fässern und ja, alles, was sie mit der Ausbringung von Gülle zu tun hat. Jetzt muss ich da eben gerade die Reihen abzählen bis zur 9. Maisreihe und dann passt das. Wir werden jetzt, glaube ich, auch nur auf den Maisgülle fahren. Alles andere kommt halt dann entweder Dünger, also Kunstdünger, entweder mit Spritze dann oder mit Düngersteuer oder halt eventuell dann noch Mist. Da würde ich dann aber eher zu Mist tendieren, denn wir haben aktuell mehr als genug Mist. Das ist wirklich sehr viel, was wir jetzt zur Zeit haben. Ihr müsst den Haufen schon wieder komplett voll, das müssen die echt mal ausbringen. Jo.
Der geht voran, wie ihr sehen könnt, haben wir den 435er, wo ich da schon hingesucht habe, also den schweren, aber mit einem normalen Reifen. Das ist eben der Mod, den ich schon erzählt habe. Es sieht eben eigentlich aus genau wie der 320er, nur mit 435 PS, und die hat er auch wirklich, denn wie ihr schon seht, er hat eben, es ist eigentlich der originale Traktor, bis auf die Reifen. Nur manchmal habe ich das Gefühl, dass er die ganze Kraft nicht so auf die Hinterräder bringt, weil die oft durch, oder nicht oft durchdrehen, aber manchmal durchdrehen. Ja, und jetzt gibt es mit unserem schönen LKW und mit unserem schönen Krampe-Kipper nochmal schön Geldregen. Das war gerade die Mission und ihr seht schon, Zeitbonus 80.000. Für, glaube ich, war das jetzt Gerste 16 Tonnen, also gar nicht viel und trotzdem 80.000. Hatten wir schon alles vorrätig und auch den Weizen. Dem hatten wir auch schon so gut wie alles vorrätig, ein bisschen was mussten wir noch preschen. Und eben bei der Getreidemühle das jetzt abladen, und da gibt es auch einen wahnsinnigen Geldregen, viel haben wir noch nie bekommen. 513.000 für die Mission, also das waren, die Tonnen waren das, das waren glaube ich irgend so 81 Tonnen oder sowas, 85 Tonnen, nee, 77, irgendwie sowas, zwischen 77 und 80 Tonnen waren das. Definitiv viel gebracht. Und jetzt seht ihr endlich unseren ersten Knicklenker, den die Holland T9, 571 oder sowas, wenn ich mich nicht irre, oder 562. Was in der Art mit dem Porsche Maestro Maissägerät. Fangen wir jetzt wieder an, auf unserem großen Feld Mais anzubauen. Nur ist das eben, habe ich jetzt auch gemerkt, dass es wirklich mit dem Knicklenker schon immer recht schwer war. Mit solchen, wo man halt wirklich genau fahren muss, beim Grubbern geht es jetzt noch. Es ist einfach irgendwie schon. Die Lenkung doof beim Knicklenker im Spiel, weil eben die Autozentrierung wirkt, und wenn man eben vielleicht nach links oder nach rechts lenken will, dann lenkt er eben immer wieder auf neutral zurück, und das irritiert wirklich. Und auch beim, wenn es wirklich so genau geht wie hier beim Mais säen oder überhaupt was zu säen, da ist das gar nicht so sinnvoll. Man kann es auch locker hernehmen zum Anhänger transportieren. Ich wusste gar nicht, dass man doch Anhänger anhängen kann, weil ich dachte, das geht nicht, aber es geht schon. Ich denke mal, das geht dann vielleicht für die Kleinen, nicht die normale Anhängerkupplung haben, aber dafür gibt es dann eben diese Zusatzkupplung. Auf der offiziellen Bordseite. Und wer eben seht, da habe ich was ausgelassen, weil es einfach so schwer ist, da wirklich den Punkt zu finden. Der Helfer kann das natürlich gut, deswegen kann das der Helfer gern machen. Aber naja. Der ganze Fuhrpark hat inzwischen auch 8 Fahrzeuge. Wir sehen auch hier nochmal schön die Innenansicht, die auch recht gut aussieht. Man kommt sich innen direkt ein bisschen komisch vor, weil die Motorhaube so nah aussieht oder so kurz. Es täuscht wirklich. Ist ja leider bei den meisten Motoren so, dass man eben nicht über diese Abrundung vom Motorhaube rübersehen kann. Das ist ein guter Punkt. Man kommt eben meistens die Motorhaube recht kurz vor, außer er hat vorne noch so einen kleinen, wie nennt man das, diese Spitze, wo man halt schön schauen kann, wo dann mit die Mitte ist. Auch beim bei den Feldarbeiten ein bisschen den Anhaltspunkt hat. Und auch einen riesigen Auspuff hat das Teil, das ist echt Wahnsinn. Könnte mir vorstellen, dass er direkt stört, wenn man hier die Tür aufmacht, denn da ist nicht viel Platz zum Tür aufmachen und so weiter. Bestimmt schon mal einige runtergefallen. Ja, und jetzt sind wir endlich im Wald, und ihr seht schon, naja, einen eher schlecht als recht aufgelegten Scania als Mod mit dem Eagle Trailer drauf oder dran, und mit dem sind wir jetzt gerade am Einkippen. Der Junge versucht das gerade mal. Ist natürlich immer ein bisschen schwer, weil ich weiß es ja schon auswendig exakt die richtige Stellung, wie man wieder rauskommt. Und das Scania, der ist doch ein bisschen anders vom Verhalten. Sieht man hier, die Reifen rutschen eben noch ein bisschen mehr durch. Also ist das ein bisschen kritisch. Aber ich glaube, er schafft es noch. Ja, jetzt muss er nochmal zurückfahren, und jetzt halt auch die kleinen Baumstämme. Wir haben es eben so gemacht, dass wir direkt mit dem Scorpion King von Ponze auf den Fliegel aufgeladen haben. Ist einerseits, muss man halt gut hinrangieren können. Das ist halt doch ein bisschen aufwendiger. Aber man hat eben gleich alles in einem, sag ich mal, Arbeitsgang, und hat man alles drauf, bevor man das noch mit dem Radlader hoch. Einlädt. Und jetzt seht ihr eben gerade, wie das funktioniert, wie wir das gemacht haben. Man muss der Jo halt immer hinrangieren, das ist auch ein bisschen mühsam, aber ich glaube, im Ganzen
bloß im Ganzen doch vielleicht praktischer, auch wenn die Bäume jetzt nicht perfekt drauf liegen, weil eben nicht der perfekte Winkel zustande kommt, auch wenn man mit dem Radlader das auflädt, müssen ja wirklich schon alle 4-5 Stämme im Radlader, in der Radlader-Poltergabel drin sein, damit die nicht rausrutschen. Wenn du nur 2 oder 3 dünne Baumstämme hast bei 5 Metern, dann kullern die hin und her in der Poltergabel vom Radlader, weil die nicht fest dazu schließen kann, und das ist halt dann wirklich doof. Andersrum kann eben zum Beispiel der Frontlader nur einen Baumstamm nehmen, da ist es dann wieder sinnvoll, die langen Baumstämme zu nehmen, also die 10-15 Meter Stücke, und die dann auf dem Fliegel. Also das wären so unsere zwei Möglichkeiten, glaube ich. Alles andere ist ja nicht so sinnvoll, das heißt, wir werden dann doch nochmal manuell sicherlich Bäume fällen. Wir haben jetzt eben schon wirklich mindestens 2/3, wenn nicht 3/4 von unserem Wald in der Nähe von der Sägerei abgeholzt. Heute kommt eben noch so ein kleines Stück ran, und das untere Stück lassen wir, glaube ich, weil das ist ein bisschen schwer hinzukommen. Muss ja nicht alles kahl sein. Gehen dann noch ein paar Bäume, und dann fangen wir beim großen Wald unten in der Nähe von der Biogasanlage an, oder bei den Kühen da, Kuhstall. Weil der Wald hat es wirklich in sich mit so schönen großen Wegen, und das ist ein, da fühlt man sich einfach richtig im Wald. Das ist kein kleines Waldstück, das ist wirklich ein großes. Vielleicht 4-mal so groß wie das hier. Und es ist halt wirklich ein bisschen komplizierter, dann nochmal den richtigen Winkel rauszubekommen, dass, wenn man schon so hoch aufgeladen hat, dass da nichts mehr rausfällt, ist es doch das ein oder andere Mal passiert. Ja, wenn ich es jetzt gemacht hätte, wäre er drüber gefallen. Jetzt soll es klappen. Und er macht es irgendwie immer wieder so, dass sich der Baumstamm immer noch ein paar Grad dreht. Also er bleibt nicht in der Ausgangsposition, in der ich ihn haben wollte, schön parallel auf den Fliegel drauf, sondern immer ein bisschen schief. Das ist halt das Schwierige. Ich habe alles drauf bekommen, und jetzt ist der Anhänger auch wieder voll. Und wir düsen jetzt wieder nochmal schnell zum Sägewerk. Was ich gerade rausgefunden habe, dass man für die Stämme, auch wenn man hier zwei Reihen mit 5 Meter Stämmen, also insgesamt 10 Meter hat, pro Stamm eben nur 5 Meter, bekommt man halt schon weniger Geld als jetzt mit meinen langen Baumstämmen mit 10, 15 Metern, ist klar. Obwohl die alle auch sehr schön sind, sind auch ein paar dünne dabei, weiß nicht, da gibt es halt keinen Abzug, denke ich mal, aber es gibt halt nur 1000 pro kurzen Stamm, pro dünnen Stamm. Aber ich denke, ich schaffe es jetzt hier aufs erste Mal zu rangieren. Wir sehen hier schon diese wahnsinnigen Reifenspuren, aber Jolo gerade vorhin gewendet hat, das ist wirklich Wahnsinn, da sieht man mal die. Jo. Sieht man ja mehr Reifenspuren als. Das ist ja geil, die Türkei. Als grünes Gras. Als Grastexturen ist ja mehr Reifenspuren da. Und jetzt war das eigentlich fast perfekt reingefahren. Ne, es war perfekt. Und noch rückwärts fahren. Ne, es war doch nicht perfekt, glaube ich. Eigentlich müsste der Winkel sogar passen. Ne, ich war ein bisschen zu weit links, ich muss noch ein bisschen nach rechts rein. Ich bin gerade schwer zum Raus, jetzt geht's wieder. Mit 700 PS dauert halt das trotzdem eine Zeit, bis man sich da befreien kann. Wenn man richtig reinfährt, kann man wirklich von ganz unten wieder rauffahren, und das ohne viel Anstrengung, also ohne durchdrehende Räder und sowas. Jetzt sieht man hier alles verschwunden und Geldregen, und wir können wieder rausfahren. Ja, und jetzt, einmalige Sache, und ich am Baum pflanzen bei Feld Nummer 1, das wir zuerst mit Gras angesät haben. Das ist ja die Voraussetzung für Baumpflanzen, es muss der Grastextur quasi da sein. Und da haben wir eben aus dem Einserfeld, wo wir eben den riesigen Wald machen, natürlich schön geordnet in einer Reihe, damit das ein schöner, übersichtlicher Wald. Den wir vielleicht sogar noch primär machen dann, weil es ist jetzt kein riesiges Stück, aber es sind ja doch 20 Bäume in einer Reihe. Wenn wir vielleicht auf 6 Reihen kommen, sind wir bei 100, 120 Bäumen, also das ist schon enorm viel. Es wird echt eine spannende Sache, und vor allem wird es viel schöner zu rangieren und zu arbeiten im Wald, wenn man so ordentlich, so ordentliche Bäume hat. Und in echt macht man das ja auch so, weil man setzt die Bäume ja nicht kreuz und quer. Ich war ja selbst schon dabei beim Baumpflanzen, allerdings mit Hand. 3 Tage lang im Wald. Das macht man wirklich in einer Reihe. Man muss halt dann doch über die Jahre die ein oder andere Bäume fällen, damit es halt ausputzen. Das ist normal, da kommen 30% der Bäume oder sowas einfach weg mit den Jahren. Damit die oberen eben, wenn sie größer werden, Platz haben. Ja, und der scheiß kleine Baumstamm fällt natürlich wieder runter, wie es sein soll. Natürlich nervig. Jetzt kommt gleich der nächste drauf. Es ist halt immer nicht ganz so einfach. Es ist,
Ich habe mich wirklich einfacher getan, mit dem Frontrad aufzuladen. Ist natürlich, ja, sag mal, einfacher für mich. Kann er das jetzt inzwischen schon recht gut. Und aber es geht halt nur ein Baumstamm pro Ding. Und man muss den Baum umschneiden, entasten. Und das ist halt, aber was würde ich drum geben, wenn man keine 5 Meter Stücke, sondern 10 Meter Stücke machen könnte oder 15 Meter Stücke. Das wär genial. Das vielleicht, weiß nicht, ob es so einen Mod geben würde. Das wäre wirklich genial, wenn das jemand schaffen würde, richtig. Ich denke, das müsste absolut möglich sein. Nochmal so 10 Meter Stücke macht oder, ja, nee, sogar mehr, 10, sogar 15 Meter, dann würde man die super auf den Diegel drauf bringen und hätte dann wirklich noch weniger Arbeit und müsste die jetzt nicht gar nicht unbedingt direkt drauf tun. Man müsste den immer nur schnell entassen und dann könnte man sofort mit dem der Poltergabel vom Front oder das machen, dann wäre wirklich super. Wäre wir, glaube ich, noch viel effizienter. Ja, vor Weg. Jo, und der Baumstamm ist auch drauf. Jetzt kommt aber eben noch das blöde kleine Stück. Jetzt seht ihr noch einen kleinen Tanzversuch mit der Poltergabel vom Radlader, wie wir eben den Pickup da ein bisschen rumspielen, auf der Rampe ist. Na, und ich drehe mit dem jetzt eine kleine Runde. Der wiegt ja kaum was, das ist ja so leicht. Und mit der riesen Poltergabel vom Radlader ist das, glaube ich, ganz gut möglich. Fehlt dann auch hinten das Gewicht. Oh, losch. Heben nur mehr aus. Komplett. Ja, ist echt ein Fliegengewicht. Echt, ist krank. Immerhin 83 km/h. Das ist ordentlich. Na, ist echt ein leichtes, den auszuheben. Natürlich ist das Gewicht ein bisschen zu viel vorne, aber klappt das schon. Jetzt haben wir, glaube ich, jetzt haben wir gerade noch Juri mit einem Stunt gesehen. Der folgt mir jetzt dann so unauffällig, fast als würde er, als wäre das in einem Actionfilm, wo mich jemand verfolgt. Bringen wir jetzt den dritten Anhänger voll mit Baumstämmen zum Sägewerk. Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob man, wenn man in den Teich entlädt, ob man dann auch Geld dafür bekommt, wenn man den Zug wegschickt. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Und das war ein ganz schlechter Versuch, mich zu rammen, denn es endet in einem Motorschaden bei Jojo. Das war jetzt nicht so total toll. Aber wieder mit dem Teil dahin heißt, also der Pickup macht echt Spaß. Schade, dass wir ihn nicht früher gekauft haben. Aber das erschien uns jetzt nicht so allzu wichtig. Aber wenn er doch 80 km/h fährt, kann man mal schnell über die Map brettern und was nachschauen oder sowas. Besser als mit einem 60 km/h Traktor. Und außerdem braucht man den wieder für irgendwelche Sachen. Und da wollte mich gerade wieder rammen, der Kleine. Das wird jetzt auch wieder, das war jetzt zu weit. Ihr seht schon, das war ein viel zu großer Winkel. Das war fallen die Bäume. Oh, wow, wow, jetzt hätte ich ihn fast umgekippt. Wow. Das war gar nicht gut. Ja, jetzt müssen wir nochmal im richtigen Winkel hinfahren. Jetzt, so müsste es eigentlich passen. Ja, exakt gerade zurück. Und schon bekommen wir das Geld. Wie viel gibt es jetzt? Ja, 400. Nochmal zurückfahren. Ja, 80.000 waren das jetzt, glaube ich, für die eine Hälfte, also 100, nicht mehr als 200.000, also weit weniger als die Hälfte, also 40%, obwohl der auch voll war, nur halt keine langen Baumstämme, das ist schade. Ja, und jetzt bin ich eben noch zum Schluss am Abend von gestern zum Baumpflanzen verpflichtet worden, habe ich auch noch eine Reihe gemacht, ist ganz schön mal das anzuschauen, geht eben nur mit 4 km/h, aber das ist sehr realistisch. Selbst 4 km/h ist doch schnell gut. Man hat eben die Maschine und muss das mit Hand machen. Oder ich denke, man muss eigentlich dann nur die Setzlinge runterhalten und dann gräbt er automatisch wieder zu mit dem Gefährt. Aber es ist doch einfach aufwendig. Also mit 4 km/h ist man schon gut bedient. Aber es soll halt doch vorangehen ein bisschen. Also da passt die Geschwindigkeit und ist sehr realistisch. Ja, und das war's heute auch mal wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen heute wieder mit einem längeren Video und mehr Abwechslung. Wir sehen uns am nächsten Tag und dann auch wieder mal zu zweit bestimmt. Macht's gut, bis dahin. Ciao, euer Wolfsrudel.